liebe Zuschauer, falls Sie jemals Yoga ausprobiert haben sollten, dann wissen Sie, man kann schon stolz sein, wenn man die ganz normalen Übungen so einigermaßen hinkriegt und dabei gleichzeitig noch so etwas wie seine Mitte findet. Meine Kollegin Verena Püschel ist da offenbar schon großen Schritt weiter und zeigt uns den neuesten Yoga-Trend. Anti-Gravity heißt er und verspricht Befreiung von der Schwerkraft. Ardha Mukha Svanasana, der herabschauende Hund zu Deutsch, eine von vielen Yoga-Übungen, die über die letzten 5000 Jahre hinweg ausoptimiert und verbessert wurden. Aber aus dieser Übung kann man noch viel mehr rausholen, sagt sie. Das ist Nicole Quast, Sportpädagogin, Yogalehrerin, Personal Trainerin mit 20 Jahren Erfahrung in Fitness, Ernährung und Psychologie. Sie sagt zwar, ihr Yogatuch ist viel mehr als nur Yoga-Hilfe, doch zuerst machen wir mal den Hund im Tuch. Da hebt es die Schwerkraft auf, dehnt so Wirbelsäule und Rücken, entlastet die Hüfte. Und intensiver geht's auch, Hund mit gehobenem Bein. Einmal hier die Zehenspitzen ranziehen. Super. Aber jetzt merke ich auch, wie mich das Tuch so richtig stützt in der Hüfte, weil ich sonst, glaube ich, hier so nach rechts wegkippen würde. Genau, das Tuch hilft Ihnen und dabei. Und so habe ich einen guten Stand. Sehr gut. Sie kennen ja bestimmt auch. Mit ganz schlimmen Gestressten macht sie manchmal auch nur eine Stunde komplett Entspannung im Tuch. Die Amerikaner nennen das auch Cocooning. Ich fühle mich plötzlich schwerelos wie in Watte gepackt, ganz aufgehoben und bin kurz vorm Einschlafen. Die Augen schon mal öffnen? Nö. Nein. Doch, denn jetzt wird mobilisiert. Oh, das hat gerade geknackt in der Wirbelsäule. Sehr gut zum Beispiel für Senioren. Nicole Quast sagt, Alter heißt nicht Steifheit. Und so zum Beispiel kriegen Ältere die Hüfte wieder sanft in Schwung. Es fühlt sich einfach super an, weil irgendwie der gesamte Druck weg ist von der Hüfte. Zurück zum Yoga. Anfängerübungen wie die Rückwärtsbeuge fallen durchs Tuch viel leichter. Aber es geht auch anspruchsvoller. Durch die Nase atmen. Durch die Nase atmen. Ja, genau. Und die Kraft muss aus den Armen kommen. Hier. Profis arbeiten im Tuch gern an diesem Bogen. Eine Gegenbewegung zum Alltag, denn da beugt man sich immer nur nach vorn. Das hat schon wieder geknackt. Die Übung im Tuch ist wie eine natürliche Chiropraktik. 90 Euro kostet Nicole Quast pro Stunde. Das ist zwar der normale Stundensatz für Personal Training, aber trotzdem kein Pappenstiel. Im Personal Training wird der Körper auf die richtige Art trainiert, auf die richtige Art gedehnt. Und das kann natürlich auch Prävention sein, zum Beispiel vor einem Bandscheibenvorfall. Und wenn man sich überlegt, dass man dafür auch geschützt wird, dann spart man im Endeffekt sogar. Schnell fasse ich Vertrauen zum Tuch und zur Trainerin, sodass ich am Ende sogar für die Fledermaus übe. Aber wie kann es entspannen, wenn das ganze Blut zum Kopf fließt? Die Rezeptoren in den Blutgefäßen im Gehirn merken jetzt, oh, da fließt viel Blut nach unten und das schicken wir jetzt wieder zurück. Ach, aber der Körper regelt das für mich. Der Körper regelt das, also da wird nichts platzen, es kommt kein nichts aus den Ohren. Und das ist sie schließlich, die Fledermaus in voller Schönheit. Mein Fazit? Schwerkraft-Yoga macht vielleicht nicht von heute auf morgen gesund, schlank und super attraktiv, aber allein das Gefühl, wenn die Lendenwirbelsäule mal so richtig auseinandergezogen wird, wäre für mich ein Grund, wieder herzukommen.